Seid mir gegrüßt, liebe Jubeltubes. Ich bin's, Kumpel aus dem Studio Winter und ich habe für euch ein Winter weltweit und das ist auch gleichzeitig ein Gegenbesuch. Und zwar schauen wir uns heute mal gemeinsam die Festung Heisenberg oder die Burg Heisenberg von Mr. Creative e.V. an. Und ich fürchte, dieser Besuch wird nicht ganz so positiv verlaufen aus Sicht des Mittelalterbauers, aber seht selbst. Wir stehen hier vor der Festung. Man erkennt oben die Mr. Creative Flagge. Und wir haben hier den Eingangsbereich, der so einfach in der Wüste endet. Das ist also schon mal eine wüste Geschichte, was das angeht. Wir haben hier neben dem Eingang so zwei Drachen. Die sind tatsächlich ziemlich cool. Finde ich schon, doch, ja. Wir gucken uns das Ganze natürlich mit dem Winter und mit Dive TP an. Dafür haben wir es ja auch. Und jetzt wollen wir mal sehen, was wir haben. Und was ich hier als erstes vermisse, ist, hier ist so ein bisschen Randomizing hingekleckert und dann hört es auch schon auf. Und jetzt, das für mich eigentlich Entsetzliche ist, mir fehlt eine Treppe. Ich heiße, ich muss, um in die Burg zu kommen, hier hochspringen. Was ich schon mal ziemlich krass eigentlich finde. Und wenn ich die Mauer so sehe, dann ist das doch eher... Wenn ich da jetzt mal so an unsere Burgen denke, ja, doch. Oder an die Burgen von Kaiser Aventus oder die Burgen der Redaktion Holtex, ja, doch. Auch die Meinwold Gamers würden, glaube ich, es in der Art nicht zeigen. Wir haben hier einen komplett geraden Durchgang. Das heißt, wir haben hier ein schlichtes Rohr, ne? Also so ein Quadratblock. Da ist keine Wölbung eingebaut. Es ist einfach wie so eine Einfahrt zur Nativgarage. Wir schauen jetzt mal, was am Hebel bewirkt. Aha. Na gut. Natürlich geht es nicht richtig zu, weil das der Viererblock ist. Da muss man dann mit Kies oder dergleichen arbeiten. Oder aber wie Kroschi das machte bei der Burg Waldfried, die ihr ja bei uns auch sehen könnt, eben mit Toren, was ja damals auch Professor Holtex schon mal gezeigt hat. Die Argumentation, dass das hier ein Durchschussloch ist, funktioniert ja in beide Richtungen und dass ein 1 Meter Rohr ist, kann man da ja auch noch eigentlich durchkriechen des Nachts. Ne? Dann steht hier noch so ein weiteres Mäuerlein. Ich schaue mich einfach weiter um. Also ich glaube, ihr merkt selbst, worauf ich hinaus will. Es gibt kein Geländer. Das hier ist doch eine Villager-Schmiede, oder? Alter. Und dann gucken wir uns das mal weiter an. Okay, hier sind die Zinnen so gebaut, dass man da auch direkt runterfallen kann. Und sie auch gar nicht wirklich schützen würden vor Fallbeschuss. Auch hier ist es nicht irgendwie abgesichert. Also da fehlt sogar noch irgendwie ein ganz kleines Geländerchen oder so, was ja nun wirklich kein Ding gewesen wäre hier, das irgendwie so ein bisschen... Dann sieht es auch gleich besser aus, ne? So, das war jetzt ein bisschen weit, beziehungsweise da drüben war es nicht weit genug. So, das sieht direkt schon ein bisschen besser aus. Ach, ich konnte es nicht lassen. Wir gucken aber trotzdem nochmal weiter die Sache uns an. Und was mich dabei halt traurig tatsächlich macht, ist, auch hier sehen wir, dass wir nichts sehen. Also keine echte Verteidigung. Die Türme selbst sind auch von der Proportion her nicht irgendwie berücksichtigt worden. Also sprich, dass sie unten stärker sind und sich nach oben dann eine Weile verjüngen, bevor sie nochmal auseinandergehen, sondern sind halt so Pinsel, ne, die irgendwie in einem Halter stehen. Was mich dabei erschüttert, das wollte ich eigentlich sagen, ist, dass diese Burg halt mehrere, also die hat fast 100.000 Aufrufe. Uch, da geht's nicht wieder runter. Ja, hier auch nicht. Ich dachte, ich wäre hier hochgekommen. Ach, da kam ich hoch. Okay. Gut, wir schauen uns aber mal die weiteren Gebäude so an. Ups. Hier sehen wir einen Fehler, den ich jetzt so lange nicht gesehen habe. Nämlich, dass wir Dächer haben, die von unten nicht verkleidet sind. Das ist, ist eigentlich ein No-Go. Habe ich lange nicht gesehen, sowas. Würde vielleicht meine 11-jährige Tochter noch so bauen, aber das ist dann schon jetzt hier ein bisschen krass, beziehungsweise
Hier könnten wir jetzt auch das, natürlich, das geht dann schon, dass man das so variiert. Und schon hat man ein ganz anderes Ergebnis. Genauso, dass es eben hier nichts gibt, finde ich schon erschütternd. Weil es einfach, das ist einfach so, das ist einfach, ja, Basics. Wenn man angefangen hat mit Minecraft, baut man das erste Dach so und dann sieht man irgendwo ein Video und dann baut man nie wieder ein Dach in der Art und Weise, sei denn, das hat irgendwelchen Background. Ja, und dann sieht das auch schon ganz anders aus. Es steht auf Ambossen. Der Boden ist, ja, ein Holzboden, kann man so machen. Und die Einrichtung ist halt, jo, die Decke ist nicht irgendwie gemacht. Da ist keine Kontur drin. Was ist da drunter? Okay, weil du kannst nämlich jetzt, wir nutzen jetzt mal die Burg Heisenberg als Leerkörper. Ja, Leerkörper im Sinne von als Leerstück. Ist auch ein Leerkörper irgendwie gefühlt, aber wir nutzen sie jetzt mal als Leerstück. Ihr könnt es euch ja auch mal runterladen und könnt es euch anschauen und euch eine Meinung zu bilden, wenn ihr wollt. Ich verlinke es euch natürlich wie immer bei... Aha, okay, den Regen, den gucken wir uns gleich nochmal an. Warte. Weather clear. Und da wir hier länger sein werden, machen wir direkt 900.000 Sekunden. Ach, ich habe nicht die Rechte dazu. Ja, die habe ich gleich. Im LAN öffnen. Kreativ. Schiedserlauben an. LAN starten. Jetzt. So. Vielen Dank. Gut. Jetzt sollte demnächst auch das Wetter wieder ein wenig uns zugetan sein. Mal abgesehen davon, dass hier auch Platz oben noch für ein Dachgeschoss gewesen wäre. Da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber urteilen. So, ich brauche mal kurz hier Fichten als Stufen. So, und dann zeige ich euch mal, wie man auf die Schnelle so eine Decke zum Beispiel machen könnte, die jetzt noch Ton in Ton auch bleibt und ist. Und dann gehen wir mal hier hin. Wir haben jetzt ja hier noch Platz. Jetzt schaue ich mir das mal an. Dann, ja, die Fackeln müssen jetzt weg. Dann ziehen wir hier noch einen Streifen runter. Das Schlimme ist ja, es geht ja wahnsinnig schnell. Ne? Wenn man ein bisschen Übung hat, geht dieses Bauen wahnsinnig schnell und die Wirkung ist halt auch sehr positiv dann letztendlich. Wir machen hier bei den Stämmen noch so einen Absatz mal rein. Da stützt sich dann nochmal die ganze Chose ab. So, jetzt brauche ich nochmal neue Fackeln. Das tut mir leid, dass ich die weggehauen habe, aber es ging nicht anders. Und die Fackeln setzen wir jetzt mal woanders hin, so dass nichts anschmoren und nicht ganz so viele. So, jetzt haben wir hier eine Decke drin, so als Beispiel. Ne? Vielleicht ist das auch gar nicht nötig hier, vielleicht war das schon wieder zu viel, das ist dann so ein bisschen Versuch und Irrtum immer. Ne? Also da hat man viele, unglaublich viele Möglichkeiten, das zu machen, aber doch nicht hier so ein, na, gut, Negativbeispiel. Ja, tatsächlich ist das hier eine Villager-Schmiede, die hier reingestellt wurde. Warum auch immer. Ich wüsste nicht, warum ich eine Villager-Schmiede Default hier reinsetzen sollte. Finde ich so ein bisschen komisch, befremdlich. Hier sehen wir, wurde was versucht irgendwie, aber warum mit Vollblöcken? Warum nicht mit Stufen? Das ist mir jetzt auch spontan erstmal nicht klar, warum ich dann da mit Vollblöcken arbeiten sollte, ehrlich gesagt. Wenn ich doch die Möglichkeit habe, so direkt da eine viel stärkere Dynamik reinzubekommen. So. Und dann sieht das ganz anders aus. Und dann frage ich mich halt, was machen hier die Nethersteinblöcke? Die haben da wenig bis gar nichts verloren optisch. Man könnte jetzt zum Beispiel das hier machen. Dann würde man hier vielleicht noch das noch so mit Holz verkleiden. Ja, könnte man da machen. Dann müsste man hier so konsequent sein und vielleicht hier den unteren Bereich noch. Da kann man gleich noch eine Dings schaffen. So eine Fensterbank andeuten. Gut, das hier ist wahrscheinlich, dass hier diese Dinger dran sind. Nee, sind oben gesetzt. Das ist nicht der Grund. Das ist Standardglas. Warum nehme ich da ganze Blöcke? Wenn ich doch so viel mehr Kontur kriege. Auch hier. Warum nehme ich da ganze Blöcke? Wo ich keine Not habe. Wenn ich so doch viel mehr schaffen kann. In Form von einer weiteren Struktur ins Gebäude. Was mich auch wundert, ist, warum ich hier das Fachwerk nicht so ziehen, so ziehe, ne? Weil das ist ja eher eine sehr ungewöhnliche Art, ein Fachwerk zu bauen.
Auch was ich mich an der Stelle halt frage, ist, warum ich nicht die Fensterläden an der Seite anbringe, was doch potenziell eigentlich eher besser aussieht. Gut, ist jetzt natürlich beides nicht funktional gewesen. Und wir haben hier wieder das Ding, dass hier die Verkleidung einfach fehlt. Ne? Also auch hier oben wieder, man sieht, das ist alles irgendwie sehr zusammengeschustert, sehr high-actig. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich drehe jetzt einfach hier die Holzart um, verglichen zum anderen. Und ich ziehe das jetzt hier gerade mal so durch. Das kann man ja auch machen. Man muss ja nicht unbedingt dann Absätze da reinbauen. Aber wir werden hier wenig Zeit verbringen und viel machen. Und das Ergebnis wird sich halt in kürzester Zeit niederschlagen. So, ich verkleide dann gerade noch hier den Streifen. An das andere Ding gehe ich jetzt mal nicht dran. Ach so, das geht natürlich nicht. Dann machen wir der Vollständigkeit halber die Fensterläden auch wieder dahin. Ah, ihr seht, guck mal. Ne, das hat schon. Und hier auch, was ich nicht anbieten würde, irgendwem jemals, ist die Geschichte hier ohne einen Überstand zu machen. Also es ist wirklich lehrreich. Das kann ich nicht anders sagen. Wir ziehen jetzt hier mal das hier noch so raus. Das bietet sich ja absolut an. Und vielleicht wird dieses Video dem einen oder anderen sauer aufstoßen, weil das ist jetzt natürlich ein viel größerer YouTuber, der das gebaut hat und so weiter und so fort. Also wenn du das nicht magst, dass ich hier Praxistipps an diesem Gebäude zeige, um damit anderen Leuten die Chance zu geben, besser zu bauen, dann kannst du das Video gerne disliken. Da kann ich mit leben. Ne? Aber es geht ja jetzt nicht darum, Mr. Creative, das sind zwei sehr, sehr liebe Buben. Das kann ich aus meinem weisen, hohen Alter heraus sagen, ihn zu haten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Mr. Creative nicht mag. Ne? Also die zwei sind wirklich sehr, sehr nett. Aber das ändert ja nichts daran, dass diese Burg hier so eigentlich, also ich würde mich kaum wagen, die in der Art und Weise anzubieten, wie die hier gebaut wurde. So, wir sind jetzt hier. Aber ihr seht auch, denke ich, was ich meine. Ne? Was sich da schon getan hat. Allein, dass wir hier Veränderungen vorgenommen haben. Man sieht also da schon dran, dass das nicht sehr liebevoll gemacht ist, möchte ich sagen. Ich kann es mir nicht erklären. Gut. Das, hier wurde mit WordEdit gearbeitet. Was ich jetzt mal in dem Fall nicht verurteilen möchte bei einem großen Projekt. Allerdings werden so Spuren auf der Karte verbleiben. Und ihr seht es auch von innen halt, ne? Was das ausmacht, ne? Die Fenster sind ja von der Sache her eigentlich eh relativ sinnlos. Ne? Weil nach hinten raus, da kommt eh kein Licht rein. Da kann ich die Wände auch für mich nutzen. Ach, die sehe ich so selten. Und dann spare ich mir das einfach. Wenn da eh keine Aussicht ist, warum sollte ich, oder auch kein Licht reinkommt, warum sollte ich da Fenster machen? Das ist so die Überlegung. Und wenn ich hier so eine Treppe habe, dann kommt es eigentlich immer ganz gut. Das sind das diese ganzen Vollblöcke, oder? Ja, woher wusste ich das? Das heißt, wenn ich hier so eine Treppe habe, dann kann ich mir die auch so ein bisschen verkleiden zum Beispiel. Auch als Möglichkeit dann eben so. Ne? Und dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus, als wenn da irgendwie so eine Treppe im Raum rumkrebst. Ja? Gehen wir nach oben. Ja, hier ist halt auch kein Dach reingezogen, keine Dachschräge. Ich weiß nicht, was der Grund dafür war, aber ich würde zumindest das hier machen. Ich mache das jetzt mal nur ein kurzes Stück. Ah, das ist ja... Ach, guck mal, das hier wäre okay. Ja, das ist jetzt halt kaputt. Da können wir mit leben ganz gut. Das heißt, wir könnten hier das nicht machen, aber wir können natürlich hier so dann rumgehen. Das kann auch weg. Und dann gehen wir hier so rum. Und dann verkleiden wir es so. So, jetzt haben wir hier schon ganz viel Kontur in der Decke, siehst du, ne? Und wenn wir jetzt hingehen und die Burg ist optimal, um sowas zu zeigen. Optimal. Wir ziehen jetzt hier. Na, das funktioniert hier weniger gut, als ich jetzt erwartet hätte. Doch so. Wenn wir ein bisschen mehr Raum gelassen hätten mit dem Dach, könnte man zum Beispiel hier solche Sachen hier einziehen. Ne? Dass wir immer so da Dachbalken hätten. Ich mache das jetzt mal relativ willkürlich, weil das Gebäude sich so in der Grundform nicht anbietet. Aber jeder wird sehen, was ich meine. So. Da kann ich mich daran erinnern, das brauche ich nicht. Dann kann ich auch so machen.
Na, und du siehst, dann hast du hier, was ist da? Ach, Betten. Dann hast du hier eben die Balken und die tragen das Dach dann auch. Also auf alle Fälle lieber ein bisschen mehr Raum lassen, lieber das Dach ein bisschen höher bauen, anstatt hier sowas hier anzubieten. Das ist nicht so wahnsinnig schön. Und damit, ja, das würde so heute keiner mehr bauen. Hm? Und damit meine ich heute schon einen relativ langen Zeitraum. So, wir sind jetzt hier wo? Okay. Dann haben wir hier wieder ein einfaches Villager-Haus einfach reingesetzt. Da hat jemand innen drin so ein bisschen ausgebaut, aber es ist und bleibt dennoch ein Villager, also ernsthaft ein Villager-Haus benutzt. Einfach Default. Ja, schwierig. Dann Mittelalter, Fenster. Das hier würde es im Mittelalter so nicht geben, dass du so wahnsinnig große Fenster hättest. Auch das hier würde es eher nicht geben. Das wäre dann tatsächlich eher so, dass wir also in so eine Richtung gehen würden. Und dann natürlich auch wieder mit dem richtigen Glas. Ne? Dass man eben das so macht. Und dann würde ich das weiter durchziehen. Das könnte ich jetzt unendlich weiter fortführen und immer weitermachen, weil es wäre ja streng genommen nötig. Ich mache es jetzt nur nochmal hier so. Ne, da seht ihr aber hier, sieht das schon ganz anders aus als das da. Ne, also, ne, also so würde ich es definitiv nicht bauen. Wenn so, so bekomme ich so eine Art Kloster-Style. Hier haben wir tatsächlich auch wieder denselben Krux wie bei den anderen Gebäuden. Und wir bleiben jetzt mal mit dem dunklen Kontrastholz und setzen das da rein. Na, komm. So. Und dann wechselt hier das Holz. Warum denn das? Also hier ist ein anderes Holzdach. Why? Das verstehe ich nicht. Gut, es sollte wahrscheinlich so eine Variation reinbringen. Geht ja auch schnell mit Word Edit. Also es ist schon, ja, ich muss sagen, das ist jetzt nicht so der Kracher, dieses ganze Ding. Ich ziehe es jetzt mal hier mal rum, dann kann das nämlich dann tatsächlich, das kann man dann wieder anbieten. Oh, das geht gar nicht. Dass man hier das Fenster bis an die Dachkante zieht, ist also stilistisch, wenn man auch mal in Wirklichkeit bei Häusern guckt, ne, man muss ja, so könnte man es vielleicht machen. Weiß nicht. Weiß ich nicht. Also potenziell würde ich das anders lösen eher in dem Moment. Nämlich tatsächlich dann, dass ich dann hier aufs gleiche Holz zurückwechsle, das verwendet wird. Und dann gehe ich hier, warte mal. Das geht dann schon mal. Wie gesagt, das ist die Ausnahme von der Regel, dass man immer Holz unten drunter schlägt. Ziehen es jetzt mal einfach runter, das Dach. Mal gucken, ob es von der Höhe her anbietbar wird. Nee, es geht nicht auf. Das heißt, die Anfangshöhe ist falsch. Also ändern wir das auch gerade mal. Aber einfach nur, damit du die Wirkung siehst. Das geht ja alles auch ratzfatz. Das macht ja alles nichts. Da sind wir ja ganz schnell dabei. So, da müssen wir hin auf das Niveau. Und dann können wir hier die Leiste ziehen. Und dann setze ich mal hier ein, dann ist er dran, dann kann der weg. Entschuldigung. So. Und dann kommt hier die Birke auch noch weg. Wobei ganz helle Hölzer für Dächer auch sehr, sehr ungeeignet sind. Das muss man halt auch einfach mal sagen an der Stelle. Kann ich keinem empfehlen, mit sehr hellen Hölzern Dächer zu bauen. So, jetzt haben wir das hier so runtergezogen. Jetzt könnte man natürlich hier tatsächlich dann auch nochmal wieder nochmal hingehen und geht das so auf? Ja, könnte gehen. Das hier nochmal so abstützen. Und dann sieht es halt jetzt so aus. Ist natürlich durch den Kontrast, diesen arg starken, durch die zwei Farben, die wir da jetzt haben, nicht so optimal. Damit die Wirkung hier vielleicht noch ein bisschen hübscher wird, würde ich dann vielleicht das sogar so noch machen. Mal sehen. Also ist ein bisschen immer Try and Error und man könnte das Dach ja auch gedanklich dann noch bis da ins Dach laufen lassen. So. Es ist einfach, ja. Also ich weiß nicht, das war sehr lieblos. Also wie gesagt, Default Villager-Häuschen, braucht man gar nicht drüber reden. Das Haus kommt mir von irgendwo bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber wenn du sowas hier machst, also so ein weiter Überhang, der ist echt schwierig. Dann verkleide doch wenigstens das hier noch.
dass das nicht so, dann könnte man jetzt vielleicht sogar tatsächlich hier das so abstützen. Warum nicht? Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal und schauen mal, was da draus wird. Weil es einfach so, ja, es ist ganz schwierig. So, jetzt hätten wir das so. Und jetzt könnten wir jeweils noch mal hier auseinander gehen. Na, dann gehen wir doch ein bisschen weiter, dass wir hier nur diese eine Ecke am Ende haben. Um da so ein bisschen das Beste draus zu machen, was das Haus auf die Schnelle hergibt. Deshalb reißt auch Häuser nicht zu früh ab. Ne, schaut immer noch, was ihr damit anfangen könnt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das auf die Art und Weise irgendwie noch gefasst kriegen. Das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, wobei doch. Doch, doch. Da habe ich hier noch meine Plättchen vergessen. So, und dann würden wir hier auch tatsächlich das hier machen. Und erfinden damit auch nochmal wieder ein bisschen einen neuen Baustil. Aber die Wirkung ist, wenn du unten drunter stehst, schon viel besser. Warte, da fehlt noch was. Die hat's, die es macht, dass da was fehlt. So. Und du siehst aber trotzdem, es macht schon sehr viel mehr her. Ne? Allein durch diese kleine Maßnahme. Insgesamt natürlich ist das Design nicht sehr geschickt. Die Treppe hier ist natürlich jetzt auch ein Raum. Kann ich nicht anders sagen. Hier oben gibt's Plümschers. So ein bisschen, warum auch immer. Da sind wir Betten. Es wirkt alles so reingeklumpt. Nicht konzeptioniert irgendwie. Wo wohnt wer? Warum wohnt wer da? Wo ist der Background zu den Räumen? Wo sind die kreativen Ideen, um mittelalterliche Schränke darzustellen? Fehlt mir alles so ein bisschen. Das Häuschen hier finde ich tatsächlich ganz süß. Aber dann mache ich hier doch einfach einen Gegenzug. Guck mal, hast du gesehen? Vorher war so und jetzt machen wir gerade so. Und dann ist das flüssiger, fluffiger, ne? Geht schon viel besser. Und dann können wir es so noch in dem Kontext auch als Möglichkeit mal ohne die untere Verkleidung das vielleicht so noch ein bisschen abstützen. Und dann, ja, sieht das schon ganz anders aus, ne? Dann Fenster bis zum Boden im Mittelalter eher never ever. Sind wir die vollen, ne, da sind, doch, ne, sind jetzt immer die normalen, das sind Braustände, aber warum ist das Haus, was hat das für eine Geschichte? Hier haben wir nur ein bisschen Felsboden, der so leicht randomized ist. Bei der, die Kapelle hier hat ein Highlight, das hier oben, dieses Dächelchen, zumindest was die Fernwirkung angeht. Ja, also wenn du so ein bisschen weiter weg bist, supi, wirklich supi. Sie geht halt für das Kreuz oben drauf nicht richtig auf. Deshalb ist das hier so, weiß ich nicht. Aber die Fernwirkung geht gut. Wenn man näher rankommt, funktioniert es leider nicht mehr sehr gut. Dann, was man nicht machen sollte, ist so übertreiben mit Dekoblöcken. Ne? Also das Grundkonzept der Kapelle ist gut, was die Proportion angeht, wie mir scheint. Na, das Dach. Ist ja eine Landebahn. Das ist ja wirklich eine Landebahn. Wahnsinn. Schade. Schade, schade. Der gute Eindruck ging dahin. Wir gehen mal rein, auch hier übrigens, ne? Was mache ich, wenn ich hier sowas habe? Lass mich mal kurz schauen, was wir brauchen. Das geht relativ einfach, dass man hier einfach, also so ein Klotz braucht da keiner. Ne? Den will da keiner, den braucht da keiner. Und dann setzen wir das alles einfach hier davor. Und die Wirkung ist schon ganz anders. Ja. Das siehst du ja selbst. Was soll ich dazu sagen? Also es hat mit Hate echt nichts zu tun. Es geht ja wirklich darum, was geht. Und du siehst auch hier, es ist halt einfach so ein bisschen, ja, möglicherweise mit Default weniger schlimm, aber man muss das halt so ein bisschen vor Augen haben, dass zu viel leicht zu viel ist. Und man sieht es halt auch, zu viel ist zu viel. Die Decke ist jetzt ganz liebevoll gemacht, allerdings fehlen jetzt natürlich die Säulen, die eine Kirche hat, damit es auch trägt. Also da hätte ich mir dann hier ein paar Säulen gewünscht. Wir gucken jetzt mal die Kirche kurz an und dann, also kann ich mir da kopieren. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir die mit Säulen. Ne? Merkt ihr mal, wie die aussieht. Ne? Schaut die Kirche an. Jetzt bauen wir hier mal ein paar Säulen rein. Und dazu machen wir jetzt einfach ganz brutal, einfach mal, um zu hoffen, dass das einigermaßen proportional ist, machen wir jede zweite weg. Ups.
Na? Achso, dann muss ich bis dahin. Gut. Das ist auch normal, dass Kirchenbänke, da wo die Säulen sind, kürzer sind. Wenn man in der Kirche schon mal war, dann weiß man das. Oder so könnte man es auch machen, aber wollen wir jetzt nicht. Vielleicht wäre die andere Säulenreihe die günstigere gewesen. Von dem, dass dann die Säule nicht so nah am Altarbereich gewesen wäre. Ist jetzt aber egal. Es geht ja nur für die Versinnbildlichung. Das war hier die Reihe, ne? Genau. Und dann hier machen wir nochmal eine weg. Dann wird die Kirche auch ein bisschen dämmeriger, was auch nochmal schön ist. Die Kirchen sind ja nicht so flutlicht erleuchtet normalerweise. Das reparieren wir auch gleich so oder so, weil wir müssen mit den Säulen eh noch was machen. So, denn das brauche ich ja auch nochmal, dass wir hier die Säule so ein bisschen noch an, ja, einpassen können. Da würde ich jetzt auch normalerweise gleich noch was anderes, also würde ich jetzt noch nicht diesen Block nehmen, dass der in der Mitte bleibt, sondern dann wechselt man auf den weißen, aber wir machen noch was anderes dazu. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier, ich habe jetzt gar keine, vielleicht habe ich Glück mit denen da, ja, ich habe Glück. Dann setzen wir uns hier noch gerade, das mache ich mal schnell, so. Und dann sehen wir einfach auf die Schnelle, wie man da die Säulen oben hübsch abschließen kann, ohne sich da viel Arbeit zu machen. So, haben wir, dasselbe könnten wir jetzt hier noch ganz gut machen, vor allem, weil hier eben auch so wahnsinnig viel Raum ist. Und dann ersetzen wir die hier, dann kriegen wir da auch noch einen guten Abschluss. Und dann haben wir das direkt geschafft. Und das ist dann super. Und sieht dann gleich die Gesamtwirkung, ihr merkt euch noch, wie dieses Ding aussah. Ich habe extra noch nicht wieder geguckt in die Richtung. Einfach, dass ihr euch das merkt noch ein bisschen, wie das diese leere, riesige Halle da aussah und wie Kirchen so aussehen, wenn du schon mal in der Kirche warst und dir so vorstellst. So, jetzt haben wir hier die Säulen. Und jetzt gehen wir zurück an den Altar und schauen uns das nochmal an. Ne? Siehst du, was ich meine? Ah, siehst du, ne? Jetzt könnte man hier geschickterweise da der auch noch was drunter setzen, dass das so ein bisschen ja, nach oben rutscht. Und nicht so der Säulenfuß so klein ist. Und das sieht alles ganz anders aus. Guck doch mal. Das Gewölbe war gut angedacht, aber es fehlten halt echt die Säulen. Also kurze, kleine, wirksame Möglichkeiten, da ein bisschen Form reinzubekommen. Dasselbe hier. Ich weiß nicht, warum ich hier Glas hinsetzen sollte. Mache ich es doch einfach so. Und wenn ich schon dabei bin, mache ich es doch eben so. Ja, so natürlich nicht. Und dann nehmen wir hier mal gerade das raus und ziehen das hier in dem normalen Weiß, ganz schlicht und klassisch. Und guck dir das an, wie viel besser das schon wieder aussieht. Ne? Also du siehst, du kannst da viel erreichen. Du kannst auch hier übrigens bei Fenstern immer diesen Trick verwenden. Ja, ich treff's nicht, ich merke das. Was hatten wir da? Da hatten wir hier nochmal so einen Schnubbeldubbel. Und da oben haben wir noch einen Schnubbelbubbel. Und dann können wir das hier setzen und dann haben wir da oben natürlich kein Fenster drin, aber man kriegt so einen Effekt, siehst du? Dass das hier so oben drauf eben ein Fenster da noch ist, in so einer abgerundeten Formgebung einfach. Das ist so eine Möglichkeit bei Kirchen immer, dass man das macht, also sprich, dass man dann eben, schwer zu treffen, pass auf, das so setzt und vor allem auch mit der Fernwirkung, je weiter du wegkommst, dann sieht man es auch. Und tatsächlich, guck mal hier, witzig, hier haben sie sowas in der Art gemacht und haben dann, ja, das haben sie von außen gemacht und haben dann das Glas nach innen gesetzt. Du kannst aber auch wirklich die Sache so machen, dass du es so machst. Ne? Also das ist dann da oben so ein Luftloch, aber auch mittelalterliche Gebäude waren auch selten ganz dicht. Ne? Also es macht einfach nichts, wenn da so ein bisschen Luft reinkommt. Es sieht halt einfach besser aus, wenn du das dann so ein bisschen in der Art auflockerst und nochmal wieder ein bisschen Kontur reinbringst. Ja. Auch wenn du hier sowas hast bei einem Kirchenfenster, super, kannst du auch hier nochmal reinrücken und dann kriegst du noch mehr Kirchenfenster. Du siehst es selbst schon. Jetzt gehen wir noch der Vollständigkeit halber hier hin. Da ist der Rahmen sehr gut vorstellbar und du hast ihn so eingerückt. Sieht dann nach Kirche aus. Ist einfach so. Ne? Weil Kirchen eben so aussehen. Dann baut ja durchaus realistische Sachen nach. Hier haben wir so einen ganz simplen Brunnen, der ist auch nicht tief. Hat auch jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit, ans Wasser zu kommen, groß, außer dass man eh schon reinpurzelt. Gut, lassen wir jetzt so. Dann ist hier noch so ein Gewächshaus für
Haschischpflanzenanbau? Ich weiß es nicht, wofür es gut ist. Irgendwas weniger Mittel. Und hier haben wir auch wieder so ein Gebäude. Nee, doch nicht. Hier haben sie tatsächlich in der gleichen Farbe gegengesetzt. Gut. Das ist schon besser. Du hast halt hier dann aber direkt die Möglichkeit, du kannst auch immer mit der gleichen Farbe arbeiten. Ich würde jetzt hier aufgrund dem Doppelten nicht da anfangen, ne? Sondern ich würde dann hier anfangen und ich weiß jetzt nicht, ob wir aufgehen. Wir probieren es jetzt einfach mal so. Hätten aber auch noch. Ah, wir gehen nicht auf. Das heißt, wir müssten es dann eben von außen, ohne dass du es groß zählen musst. Dann machst du es von außen halt. Da fehlt halt hier in der Mitte dann, ne? Oder du gehst dann tatsächlich immer eins weiter auseinander. Das ist auch okay. Man kann verschiedene Sachen machen, wenn du eine gewisse Proportionalität drin hältst. Beziehungsweise was halt in dem Moment halt auch gegeben oder naheliegend ist, ist, dass man es einfach eben dann einrückt. Ne? Das geht auch. Also ich zeige jetzt nicht die ultimativ richtige Lösung für diese Stelle. Man könnte das natürlich auch geschlossen durchziehen mit einer umgekehrten Stufe an der Stelle. Das ginge auch, dass man hier von hier bis da das macht. Ja, eine Möglichkeit. Es gibt unglaubliche Möglichkeiten, hier so ein Dach zu variieren. Auch dann könnte man hier diese begonnene Geschichte fortführen. Die geht jetzt hier nicht auf, ich weiß. Aber es soll ja nun mal so Ideen geben, ne? Und auch, man könnte jetzt hier diese Klumpen auch im Wechsel machen, tatsächlich. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man hat viele Möglichkeiten, so ein Design aufzulockern. Auch hier mit diesen Vollstämmen hier. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Und wenn du jetzt sagst, ja, mach's doch besser, ja, ich glaube, wir machen es tatsächlich besser. Wir machen es tatsächlich besser, und zwar in hunderten Gebäuden machen wir es besser. Was vielleicht ein Grund ist, warum ich das eben auch direkt so sehe, was man da verbessern kann. Die Decke hier ist fantasievoll niedrig. Ich frage mich, warum? Weil hier ist die Decke. Sie haben eine Vierer Höhe, da haben wir eine Zweier Höhe. Warum das zustande kommt, weiß ich nicht. Beziehungsweise ist hier, sehe ich gerade schon, diese Höhe gar nicht nötig, ne? Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich haben. So, machen wir ja ganz. Denn du kannst ja hier mit dem halbe Stufen-Trick arbeiten, wenn man das den Trick nennen möchte. Also ich würde es ja nicht mal Trick nennen. Ne? Da fällt jetzt vielleicht was runter, das macht uns aber nichts. Wir wollen ja nur zeigen, was man so anders machen kann. Ja, ist ja gut. Minecraft ist ja gut. Reg dich nicht auf, alles wird gut. Und du siehst, das ist schon viel besser. Ne? Also, selbst wenn das ein dicker Tragboden sein muss, dann müsste man wieder einarbeiten. Man könnte hier auch jetzt so eine Variierung in der Decke reinbekommen, zum Beispiel. Ne? Das geht alles ja ganz easy an der Stelle. Das ist jetzt hier versetzt, glaube ich, falsch rum, verzahnt, aber egal. Du siehst, was ich meine. Ne? Aber von der Sache her würde ich jetzt das eh nicht zu sehr übertreiben, aber ich würde es halt auch dann einfach die Möglichkeit nutzen. Ach, hier siehst du es, ne? Da geht es nämlich auch noch. Und dann hast du hier keine zwei hohe Decke, sondern du hast halt eine zweieinhalb hohe Decke und das ist schon vom Raumgefühl viel angenehmer als dieses eingequetscht sein. So, das machen wir jetzt noch von bis hier. Und dann ist gut. Beziehungsweise hier würde ich ja tatsächlich dann auch den Aufgang so ein bisschen verkleiden, weil so offene Treppen zur Seite, dass man da runterpurzelt. Wie oft hast du das in Wirklichkeit gesehen? Das musste ich halt fragen. Und so sieht das schon direkt realistischer aus. Wir haben jetzt hier auch noch die Wand drüber. Das heißt, wir können hier auch so den Treppenabsatz noch ein bisschen rausziehen. Und dann hast du hier einen ganz luftigen Abgang und kommst hier runter und hast hier auch eine mittelalterlich vernünftig hohe Deckenhöhe. Ne? Da ist uns jetzt halt ein Amboss auf den Kopf gefallen, der hier stand. Warum hier ein Amboss steht, gute Frage. Auch hier sind wieder Volldecken überall benutzt. Auch hier ist oben die Decke so gar nicht ausgekleidet. Schade, sehr, sehr schade, aber wir haben Möglichkeiten dadurch, ne? Also ich würde jetzt hier mal zum Beispiel zeigen, was ich vorhin meinte. Wir haben mal genug Platz, denke ich. Wie man so eine Decke doch sich gestalten kann, dass die einigermaßen auch dann ansehnlich am Ende ist. Darum geht es uns ja hier bei der ganzen Geschichte, dass wir eben so eine gewisse Ansehnlichkeit schaffen. Und das geht so einfach und so schnell. Das seht ihr jetzt. So, jetzt hier haben wir die Geschichte, dass wir hier also wirklich dann auch die noch weiter abstützen müssen. Das ziehen wir jetzt mal bis unten hin.
als Option, ne? Da gibt es viele Möglichkeiten, aber das geht halt so nicht, dass das hier so anschließt, das sieht einfach schlecht aus. Ist also jetzt auch meine Geschichte, dass es schlecht aussieht, und dann würde ich hier jetzt mal gerade noch die dazwischen setzen und hier gerade mal noch die dazwischen setzen. Oh, da könnte man jetzt auch noch, aber es ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Oder man könnte es auch schon nochmal abschwächen und macht dann hier so einen Abschluss, der weniger tief reicht, und damit ist dann unten drunter so der Raum. Wir sind im Dachgeschoss, vergiss das nicht. Und dann hast du hier so eine Decke, und die sieht dann schon ganz anders aus. Da kannst du in dem Fall auch noch wunderbar hier und da mal ein Spinnenwebe dazwischen hängen. Und dann auch tatsächlich hier geht das sehr gut oder so, ne? Also irgendwo ist da doch immer ein Spinnenwebenplatz. So, da ist ein Spinnenweben, da oben sind welche. Und die hast du halt also dazwischen, und dann hast du hier so die Decke, und die Tragbalken liegen hier auf diesen Stützen, und ich gehe die Leiter runter und tragen halt auch das Dach oben drüber. Auch wenn da Schnee drauf liegt und so weiter, ist das Dach stabil getragen von den Balken, und du hast eine ganz andere Wirkung als vorher. Ja, das ist dann halt einfach so Bautipps, die sich hier bei dieser Burg aufdrängen. Ich dachte eigentlich, ich habe das Video vor langer Zeit gesehen und hatte jetzt das nochmal wiederentdeckt durch Zufall, und dachte mir eigentlich, dass ich die Burg einfach mal zu meinem Privatvergnügen besuche, und war dann eigentlich erschüttert, und deshalb mache ich jetzt auch dieses Video. Wir sehen hier den Blacksmith, der hat sehr gute Ansätze. Auch hier mit dieser Idee hier oben, wobei hier schon wieder, warum ist das so verdreht? Ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Hier sehen wir schon wieder das altbekannte Problem, das hat ja gar keine Festigkeit. Das verkleiden wir uns gerade mal kurz und gehen dann hier, warte mal. Ach, hier ist Lava, gut, das könnte uns jetzt auch abbrennen eventuell. Ich weiß nicht, ob Firetick an oder aus ist, wenn nicht, müssen wir was anderes bauen. Und dann machen wir es so. Ist natürlich jetzt sehr massig, dadurch, dass es Holz in Holz ist. Also gleicher Ton. Ne? Entsteht so eine Massigkeit. Ließe sich natürlich auch nochmal wieder irgendwie schon, ist es ein bisschen weniger massig. Beziehungsweise ist das ja dann hier auch ein Vollblock, oder? Ein Vollhorst? ja, das ist, also ich glaube, hier ist ein Vollblock dazwischen. Das macht er so massig. Warum auch immer. Also wäre ja die logische Konsequenz, es eigentlich so zu bauen. So, da war ja auch der Vollblock. Das könnte man aber auch machen, schön. Das könnte man natürlich auch machen, dass man dann hier so nach oben geht. Und dann würde man es hier halt noch vorziehen. Und um der Sache dann noch so ein bisschen den Anschluss zu verpassen, könnte man genauso gut hier so runtergehen und es dann eben da so irgendwo... Warte, ich treffe es gleich, versprochen. So. Und so. Und dann stützen wir es sogar da ab. Da könnte man jetzt diese Säule einfach, die übrigens, der Abschluss, der ging nicht. Der war nicht gut. Das macht man nicht. Dann setzen wir das einfach einmal hier. So, und haben jetzt hier trotzdem das Problem, dass wir halt außen sind tatsächlich. Wir müssen jetzt wieder einen Überhang bauen, damit das gut aussieht. Weil auch das hier, so geht's. Ne? Aber wenn das so da reingeht, von quer auf gerade, das geht halt gar nicht vom Bauen her. Wobei das hier jetzt auch kein Problem ist, hier dann einfach nochmal schwupp, 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 schwupp. Das hier müsste man ja auch noch eben umbauen, und dann würde das hier so eben überstehen. Und das könnte man hier auch ähnlich machen tatsächlich, dass man das hier dann nochmal absetzt. Was eine Möglichkeit ist. Wir haben dann allerdings das Problem, dass wir hier auch wieder neu verkleiden müssten. Das sind immer so Sachen, die man sich überlegen muss. Aber ihr siehst jetzt, sieht das mit dem Holz schon viel besser aus. Ja, allein durch diesen Umstand, diese Änderung. Und dann lassen wir es mal hier überstehen. Richtig, so wie sich das an für sich so ein bisschen fast, möchte ich sagen, gehört. Und dann machen wir hier jetzt ein anderes Holz dran. Was soll denn das? Dann machen wir mal einfach ein anderes Holz dran, einfach um da mal so ein bisschen eine Variation reinzubekommen. Damit es nicht so ewig gleich aussieht. Und ja. Ups. Da knuspert es unten drunter. So, das retten wir eben auf die Art und Weise. So. Ah, du siehst, was ich meine. Man kann da so leicht es so viel hübscher machen. Also insofern, macht es, wenn ihr baut. Ne? Nehmt das nicht als Maßstab.
besser geht immer, sich was ausdenken, was plausibel ist, was funktionieren könnte. Wir arbeiten jetzt hier gerade mit den einfachsten Mitteln. Auch hier ist wieder so von der Inneneinrichtung, bekomme ich kein Feeling dafür. Ich sehe nur hier wieder World-kopierte Türen. Und hier ist überhaupt keine Decke drin, nichts, kein Dach, nichts. Was auch sehr schade ist. Wir haben jetzt schon so ein paar Möglichkeiten gesehen und was hier dann das Naturgegebene, sage ich mal, wäre, dass man hier, wenn man oben nichts machen will, wir sehen aber auch, wir haben Platz dafür, ne? Du siehst, hier hast du ja noch Raum, theoretisch, nicht für viel, aber theoretisch hättest du noch ein bisschen Raum. Aber dann würdest du hier, wenn du sowas hier hättest, dann würdest du, ich mach's jetzt mal hier noch ein Stück und dann ziehen wir hier gerade mal eine Decke ein, die hoffentlich auch ganz gut zum Gebäude passt. Und dann schauen wir nochmal. So, gut, ich kann natürlich nur aus der Sicht des Mittelalterbauers agieren. Wenn es um Redstone ginge oder so, würde ich jetzt das natürlich auch nicht können. Aber du siehst hier, was ich meine. Also, du hast hier jetzt den Raum dann theoretisch und hättest hier diese Decke drin. Und damit sieht das schon ganz anders aus, ne? So von der Illusion halt, ne? Worum es ja letztendlich geht, man baut ja eine Illusion, die Leute am Ende glauben sollen. Und hier sehen wir es auch wieder, also wir können es hundertfach wiederholen. Hier ist irgendwie sind Leitern zum Erobern der eigenen Burg angebracht, weil ja hier tatsächlich das eigentlich ein Verteidigungsring nach da ist. Hier haben wir ein Turnierfeld irgendwie so, wo hier ein Platz auch für den König ist. Wobei ich, welchen König wäre, ach guck mal, unser St. Gallen-Banner. dann, wenn ich ein König wäre, weiß nicht. Würde ich dann nicht an der Seite sitzen wollen beim Turnierreiten? Also ich weiß nicht, wenn also hier Turnierreiterei stattfinden würde. Ne? Ich weiß nicht, wofür dieser Platz da ist, ob das vielleicht auf dem Fußballfeld ist. Ich weiß auch nicht, wo es hier hingeht. Raus, aber hier ist nicht mal ein Weg. Okay, also wenn hier so viele Zuschauer reingehen, wie hier reinpassen, ist hier nach aber garantiert hier ein Weg. Da kannst du drauf wetten. Gut, außer so ein bisschen Steingeklecker, halt so ein bisschen randomizer Weg. Hier haben wir einen Pferdestall. Der hat jetzt sogar mal hier so ein bisschen ein Traggestell drin, aber die Decke drüber ist auch nicht so richtig ausgekleidet. Das ist so ein bisschen... Oha. Warum das alles beleuchtet ist? Ist auch never ever im Survival gebaut. Gut. Kann mir wahrscheinlich so keiner beantworten. Das Gebäude hier ist vom Dach her... sehr lang gezogen. Hier ist eine schöne Decke gemacht. Sehr gut. Aber es ist auch wieder nichts Besonderes da. Ne? Also... Das wird nicht mehr, was das angeht. Dann haben wir hier diese Wind- und Wassermühle. Wobei ich mich halt frage, wo kommt das Wasser her? Warum kommt da so viel Wasser? Jetzt habe ich gerade ans Mikro gehauen, das tut mir leid. Ich hoffe, ich schneide es. Wahrscheinlich nicht. Oh je. Ach, das ist ein... Das soll ein Mühlrad sein, ein riesiges Mühlrad, das aber in der Erde steckt. Jetzt kann ich ein Boot bauen, wie du siehst. Steckt in der Erde, es kann sich also gar nicht drehen, aber wo kommt das Wasser denn auch her? Ne? Also nicht zwanghaft bauen. Ne? Wenn kein Platz für eine Wassermühle da ist, bau keine. Ne? Das ist so der beste Tipp. Und... Es ist keine Mechanik drin, also nicht nachempfunden, es muss keine funktionierende sein, aber es ist auch nicht, du hättest nur mal eine Welle, die nach unten führt, eventuell, hier hat es eine Umlenkwelle dann noch zum Rad, wahrscheinlich da. Das kannst du dann ganz gut mit Zäunchen und mit Stufen darstellen, also wenn du irgendwie umlenken willst, dann bietet sich das immer an, das so zu bauen, dass du ein Zahnrad baust. Warte mal. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich es unten nicht setzen kann. So geht's aber, glaube ich. Habe ich es jetzt richtig? Weiß ich nicht. Nee, bin falsch. Bin von der anderen Seite müsste ich es machen. Ah, zum Glück.
So. Wir hätten jetzt ein Zahnrad. Und wenn die zweite Welle dann kommt, die käme dann ja von da oben. Dann kannst du das zum Beispiel darstellen. Das kann ich jetzt nicht rundherum. Könntest du auch hier mitmachen zum Beispiel. Also wahrscheinlich würdest du es weiter oben machen, weil dann kannst du es rundherum machen. Ne? Also sprich, dass du es so hast. Wir können ja hier rumfliegen. Das interessiert ja keinen. So. Das heißt, du kannst hier dann die Kraft, die vom Windrad hier reinkommt, also jetzt weiter oben wäre das dann, kannst du umleiten, die Welle führst du dann nach unten durch und unten kannst du ein Mühlrad hin, einen Mühlstein hinbauen. Ich würde sagen, so einen Mühlstein kannst du immer sehr gut darstellen, indem du tatsächlich, also du baust im Grunde einen, ja, so ein Platz, wo der Mühlstein hier drauf lagert. Ne? Der lagert da drauf und dann kommt oben drauf der Mühlstein. Das ist jetzt nicht eng hier und jetzt hänge ich ja in meinem eigenen Krusch. So. Was ja auch schön ist, mal so am eigenen Krusch zu hängen. Ich mache mal hier noch ein Loch in die Mühle, da haben wir ein bisschen Licht. So, und dann kommt hier der Mühlstein so rundherum. Und dann kommt das Interessante, wenn du den Mühlstein machst. Du machst eine Stelle. Bei einer Wasser- oder Windmühle ist eigentlich egal. Du machst eine Stelle, an der das Mehl wieder rauskommt aus der ganzen Chose. Das ist eine Idee dafür. Du kannst das genauso gut eben so darstellen, dass es eben aktuell der Mühlstein eben ein Stückchen höher ist, angehoben ist. Das gibt's, ne? Dass du den heben konntest, zum Beispiel um irgendwas rauszuholen mit einem Hebelmechanik. Ich mache hier jetzt alles kaputt, aber es macht ja nichts. Das ist ja nur mein World Safe. So, da ist jetzt hier ein Mühlstein, ne? Und dann könntest du hier auf der einen Seite kommt das Mehl raus und das würdest du dann eben durch einen Kanal wegleiten. Ne? Also der Mühlstein ist meistens auch im ersten Stock, sodass eben das gemahlene Mehl nach unten fallen kann. Das würde dann hier so rausfallen. Das könntest du auch so darstellen, eben dass du das irgendwie so machst. Warte mal, das hat jetzt nicht geklappt. Wie kriegen wir es hin, dass er es macht? Wahrscheinlich gar nicht jetzt. Doch, doch, das müsste eigentlich gehen. Dass er sich nicht verbindet. So, Minecraft. Wir machen das jetzt nochmal. Das müsste eigentlich gehen, dass er sich nicht verbindet. Na komm. Na, dann mach danach wieder. Oder du ziehst es halt so und machst dann, genau so geht's. Dann machst du es eben so und dann fällt das Mehl hier nach unten. So, da fällt das Mehl runter und wird dann hier gemahlen. Wie gesagt, du kannst den Mühlstein ja auch genauso ein bisschen flüssiger bauen. Und du hast halt meistens auf der anderen Seite noch eine Stelle, wo du das Mehl reingießt, ne? Also wo das Mehl reingekippt wird. Und letztendlich ist das das ganze Geheimnis. Und das heißt, das Mehl muss dann auch noch, deshalb ist es schön, so einen kleinen Kran reinzubauen, muss hochgezogen werden. Also das Getreide wird reingekippt und wird gemahlen und fällt dann durch so einen Mehlkanal auch im Mittelalter schon nach unten in die Säcke. Die kannst du dranhängen an diesem Mehlkanal. Die kannst du mittlerweile wunderbar mit Klappen bauen. Ja, das geht ganz super. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen die Windmühle kaputt gemacht. Tut mir auch so ein bisschen leid. Ein bisschen. So, hier haben wir jetzt so das Haupthaus. Wo ich jetzt auch nicht unbedingt ein Mittelalter-Feeling bekomme, wie ich das so sehe. Aber ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Hier ist so eine Bibliothek. Würde ich sagen. Soll es so sein. Warum hier Kisten stehen, weiß ich dann nicht. Es ist eine Lagerbibliothek. Befehlsstaffel. Befehlsstabel. Aha. Was ist das hier? Das hier ist jetzt ein Eisenraum. Pulverraum vielleicht. Explodiert was? Die Hebel sind einfach nur so da. Also, ne, nicht so da, aber so da. Weißt du, was ich meine? Boah, also Firetick ist definitiv. Nee, könnte sogar. Weiß ich nicht. Ja, aber wenn ich doch sowas hier baue, dann mache ich doch hier noch drauf, oder? Puh. Boah. Naja. Siehst du es hier eigentlich aus? Oh Gott. Das Ding haben wir ja auch noch vor uns. Ich bin ein bisschen schockiert. Hier, das die Treppenhäuser, ich weiß nicht. Es ist. Oh ja, das ist besser. Der Raum hat schon was. Mhm.
viel besser. Hier ist auch mal Abschluss. Letztendlich wäre es aber eigentlich sinnvoll, das so zu machen, auch wenn der Aufgang dann schmaler wird. Sieht irgendwie auch besser aus und man schürzt nicht so auf die Treppe runter. Der Monk geht hier gleich durch die Deck. Was wahrscheinlich das Beste wäre. Ich komme. Ah ja. Okay. Ach, das ist der Thronsaal. Das ist der Thronsaal. Da stehen so ein paar Rüstungen. Noch eine. Ist das hier Wasser? Tatsache. Hier kann man also auch schon sicher trinken, wenn man mit dem König nichts zu tun haben will. Oder er mit einem nichts. Die Decke ist jetzt... Ja. Was soll ich sagen? Das hier ist wofür gut? Ach ja. Das macht Sinn. Das nennt sich Treppenhaus. Jetzt ist hier so eine Masse von dem Gebrochenen. Warum ist jetzt hier eine Masse gebrochener Stein? Warum nicht randomized? Warum immer Fläche? Batz! Hier ist jetzt der Stein. Ne? Das ist also hier gebrochener, rissiger Steinziegel. Why? Hier, das ist, geht gar nicht. Ne? Das würde man sinnvollerweise... Wo ist denn hingesetzt? Ich hab ihn doch genau gehört. Da rein! Ja, auch eine Fähigkeit. So, das würde ich jetzt so machen. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe jetzt hier einen anderen Stein dabei, es macht mir gar nichts. Das kommt mir sogar ganz gelegen. Und dann ziehen wir das hier noch so ein bisschen rein. Und dann sieht das hier schon ganz anders aus als nur mit so kleinen Tricks. Schon solche Kleinigkeiten. Weißt du, was ich meine? Oder aber man macht es eben so. Das geht natürlich auch in dem Kontext mit diesen langen Dingern. Ja. Auch das ist... Ne? Genau. Und, ja. Hier denen kannst du halt eine gute Wirkung geben, wenn du sie auch irgendwie so ein bisschen formmäßig veränderst. Ich würde jetzt sich das eher so machen. Und wenn wir dann jetzt auf die richtigen Steine zugreifen, das ist graues Glas, dann nehmen wir noch graues Glas, warum auch nicht. So, und schon haben wir da auch eine andere Wirkung. Du siehst den Unterschied schon allein so. Wobei es natürlich nicht kein Burgturm ist, das ist ein Hochhaus. So wie der da drin steht. Und es bleibt das Rätsel mit... hier geht's weiter auch. Warum ist hier jetzt alles rissig? Das frage ich mich. Gut, ich sehe es in meinem TP hier jetzt natürlich besonders. Das mit der Medieval ist mit dem rissigen Stein ja durchaus da ein bisschen offensichtlich. Wirkt natürlich mit Default wahrscheinlich anders, aber warum sollte ich alles rissig machen? Das ist doch so, als ob ich rein randomize, wenn überhaupt. Ja, gut, elektrische Lichtschalter für die Decke ist da, ja, gut. Sehr mittelalterlich. Deshalb ist auch ein langer Hebel und kein dieser Taster halt da, ne? Der so Standard ist. Ein Whirlpool. Ein mittelalterlicher. Und auch das Treppenhaus und so. Da, also bin ich jetzt wirklich die Treppe hier durch den Whirlpool hochgelaufen? Nee, ne? Das war ein Nachbarraum. Gott sei Dank, Mann. Ich dachte schon. Ach, hier ist das Bett für einen König. Der hat nie... Das ist so ein mönchig lebender König, würde ich sagen. Oh. Da gehen bei mir Lichter aus. Was ist denn hier nebendran noch? Aha. Noch ein Treppenhaus. Das führt dann hoch hier. Okay. Zur Flagge. Gut. Damit haben wir uns die Festung Heisenberg einmal gemeinsam angeguckt und ich bin jetzt auch erschöpft. Ich bin erschöpft. Ich bin wahnsinnig erschöpft.
Das erschüttert mich so ein bisschen, ne? Wenn, auch wenn das hier Felsen darstellen soll oder so, weiß ich nicht, ne? Aber da ziehe ich doch nicht alle paar Mal so einen Streifen rein. Ja, den muss ich dann schon auch tatsächlich auch vorholen, ne? Also, ich mache es jetzt nochmal hier so ein ganz kleines Stückchen. So. So, das ist jetzt nur der Felsen, der hoch sein müsste. Ja, das ist so schon mal. Ne? Das wäre dann oben irgendwo, wäre dann hier so eine Grasschicht dann drauf. Ich mache jetzt nochmal hier zurück. So. So, und jetzt wäre das hier bis oben hin. Ne? Und dann wäre dann da halt... Komm her, Gras. Nein, das war nicht das Gras, was ich wollte. Ich wollte dieses. So, und dann wäre hier die... Oben drauf dann die Grasschicht so im Felsen, am Felsen dran. Ne? Und dann wäre hier unten dann natürlich noch so ein bisschen das noch weiter gestaltet und ausgearbeitet, so ein Felsen, dass du hier das so kriegst und dann vielleicht den Boden mal hier so ein bisschen angepasst. Dass der hier sich so ein bisschen erhöht, vielleicht. So. So wird dann Schuh draus. Selbst wenn es auf einem Level ist, wobei ich es halt da hier oben dann auch. Tatsächlich dann nicht unbedingt auf einem Level machen würde. Das ist dann halt auch nochmal so eine Sache, die vielleicht nicht das Geschickteste ist, wenn ich so einen Felsen bauen will. Ich mache das jetzt hohl, das würde ich nochmal nicht tun. Also, dass man hier so, ne, schon wird das irgendwie, kriegt das so ein bisschen Felsengefühl mehr. Und ja, es gibt übrigens eine Felsen, eine Burg Eisenberg, wenn das jemand interessiert. Ich glaube, die ist in Österreich. Und du siehst also, der Felsen ist auch sehr rudimentär gebaut. Also auf mich wirkt das ganze Projekt sehr hektisch zusammengeschustert, ohne Inspiration und ohne Liebe. Was sehr schade ist. Hier gibt es dann noch ein kleines Bauernhöfchen. Warum hier das Wasser fliegt, weiß man nicht. Das hier soll wohl die Tür sein. Ist da drin? Hallo? Ach, hier ist auch ein Stall drin. Sollte also eine geschlossene Tür darstellen. Gut. Kann man machen. Weiß ich nicht, ob man es machen muss. In der Art und Weise. Aventus, was hast du dazu? dann ist hier noch irgendwas. Na. Doch nicht. Ja. Ach, da guck mal, da gibt es noch ein Windmühlchen. Ja, und davor so ein paar in militanter Reihe und Glied stehende Felder. Wie wir sehen. Also wir stehen wirklich in Reihe und Glied. Es gibt hier, streng genommen, das soll hier so ein... Weiß ich nicht, was das darstellen soll. Also ich meine, klar, es ist Stroh. Klar, logisch. Das ist erkennbar. Erkennbar Stroh, definitiv. Aber warum? Soll es eine Variation der Felder darstellen? Ich weiß es nicht, könnte sein. Dann wäre es eigentlich sogar eine gute Idee. Ja. Also, die Burg ist verbesserungswürdig. Ach, dieser Aufgang hier. Diese Hebebühne, die da den Eingang trägt. Ah, es ist. Hätte ich auch hier eine Brücke gebaut. Vielleicht den Berg hochgezogen, noch ein bisschen, dann die Brücke hier gezogen und. Aber das? Wahnsinn. Gut. Ihr könnt euch die Welt selbst runterladen. Das ist definitiv eine Möglichkeit. Dass ihr euch die Welt runterladet und ja. Dann selbst mal eine Meinung bildet, wie ihr das seht. Ihr könnt ja zum Vergleich auch eine Welt von eine Burg vom Romanus runterladen, von uns, von der Redaktion Holtex. Und dann seht ihr, glaube ich, es geht nicht so darum zu sagen, ja, wir bauen viel besser. Es geht darum, zu zeigen, was man lernen kann. Also was du lernen kannst, was ich auch lernen musste.
wie es eben geht und wie es eben nicht gut geht. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, wie es nicht so gut geht. Das ist mal ein interessantes Dach. Einmal. Auch das ist eben nicht. Ja, ich kann diese ganze Burg, verstehe ich konzeptionell nicht so richtig. Ich weiß nicht, was die darstellen soll. Außer groß ist sie, natürlich. Gut, ist unsere Ordensburg auch. Vielleicht nicht ganz so gewaltig, aber... Ja. Vielleicht sollte ich jetzt hier so eine Überblende auf die Ordensburg machen. So in dem Moment. Vielleicht sollte ich das wirklich. Naja, gut. Ich bin dann raus. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video euch hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, das war kein Hate in die Richtung von Mr. Creative. Ich würde mir wünschen, die Jungs würden mal wieder Videos bringen. Die sind wohl studiumstechnisch sehr eingespannt. Absolut kein Hate, aber es war doch mal Zeit, sich diese Burg anzusehen richtig und aufgrund der vorgefundenen Qualität eben mit euch, um zu zeigen, was man doch am Ende anders machen kann. Und ihr seht hier nochmal, die Fernwirkung von diesem Kirchturm ist gigantisch gut. Man darf halt nur nicht so nah ran. Die Fernwirkung ist echt gut von dem Kirchturm, da kann man nichts sagen. Gut, das war's von Kumpel. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.